die Damen und Herren aus dem Publikum. Wie schaut's denn aus? Es sind ja auch alte Praktikerinnen aus den Kindertagesstätten hier, die im U3-Bereich arbeiten. Sie haben die Frau Jochmann hier sitzen, eine Gelegenheit, mit der Frau Jochmann ins Gespräch zu kommen, wie denn die heutige Erzieherinnenausbildung von der anderen abweicht und was das für Sie als Praktikerinnen in den Kitas zu bedeuten hat. Ein bisschen was bedeutet es. Ich behaupte mal, die Praktikerinnen wären viel stärker gefragt als vorher. Also damit niemand jetzt in die Bredouille kommt und meint, er muss nach vorne kommen, ich kann ja auch einfach mal ganz kurz was erzählen. Ich finde es sehr gut, dass jetzt die Diskussionsrunde auch in Richtung Pädagogik geht. Ich glaube, dass der Wetteraukreis hier auch ein bisschen Vorreiter ist. Netzwerktreffen gibt es schon sehr lange, das wissen Sie am besten, wie lange. Und mir wird gerade auch nochmal der Stellenwert der Schule deutlich, wenn es hier um Netzwerkarbeit geht. Wir haben ja seit, ich glaube, 20 Jahren die Hilfen für Fritz. Und auch im Sinne der Multiplikatorenfunktion arbeiten auch Studierende da eben mit. Hier sitzen gerade diejenigen, die dann, ich mache schon mal Werbung, am 24. Januar dann präsentieren dürfen. Ich weiß gar nicht, ist Fritz oder Franziska dran? Was? Franzi ist dran, also hier sind wir auch ein bisschen aktualisiert. Es ist nicht mehr nur der Fritz, sondern eben auch Franzi. Der Fall ist auch aktualisiert und hier geht es auch dann um Hilfen vom Kleinkindalter, also von der Geburt ab bis ins Jugendalter. Und ich denke mal, das ist eine sehr, sehr wichtige Kooperation. Das heißt auch, ich finde es sehr gut, im Wetteraukreis wird sehr wohl die Multiplikatorenfunktion auch der angehenden Erzieher, späteren Erzieher und der Akteure in den Einrichtungen gefördert. Und das finde ich sehr gut. Wir haben jetzt die Ausbildung verändert, dahingehend, hier hinten steht ja, was würden wir gerne bewahren. Ich bin so selbstbewusst zu sagen, ich meine, die Ausbildung an der Wingert-Schule war ja immer sehr bekannt, auch aufgrund ihrer guten Qualität. Und ich denke mal, die Qualität der Erzieherausbildung, das ist etwas, was wir mit Sicherheit sehr, sehr bewahrenswert finden, woran uns sehr gelegen ist. Das werden Sie auch daran merken, dass wir nicht, wir haben zwar aufgrund des Fachkraftmangels nicht dem Druck nachgegeben, dass wir jetzt 5, 6, 7, 8 zügig ausbilden. Frankfurt hatte keine Chance, die bilden mittlerweile 11 zügig aus, sprich die haben 11 Parallelklassen und wir haben gesagt, genau das machen wir nicht. Wir bleiben in einem möglich beschaulichen Klassenrahmen. Wir sind zwar von der Zweizügigkeit in die Dreizügigkeit, aber in einem Rahmen, wo wir gesagt haben, der überfordert uns nicht und der führt auch nicht zum Qualitätsverlust aufgrund der geforderten Quantität. Das möchte ich einfach mal ausdrücklich sagen. Das ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen. Und ich glaube schon, dass wir die Ausbildungsschule auch für die Wetterau sind, für den Wetteraukreis. Und wir arbeiten sehr gut mit den Arbeitskreisen, Leiterinnen, Arbeitskreisen zusammen. Und das ist uns echt ein Anliegen. Das möchte ich einfach sagen. In diesem Sinne haben wir gemerkt, ich habe es eben schon gesagt, der Erzieherberuf wandelt sich. Wir suchen immer den direkten Draht zur Praxis. Der Erzieherberuf ist sehr, sehr vielseitig geworden. Wer hat vor 15 Jahren über den U3-Bereich geredet? Der U3-Bereich war in der Ausbildung nicht verankert. Die Hilfen, der Hilfsanspruch von Familien, aber auch Kindern, der wird auch sehr vielseitiger, der bekommt ganz andere Dimensionen, dem müssen wir uns einfach auch stellen. Und vor allen Dingen, wie gesagt, die Praxis, nicht nur im Kindertagesbereich, die ändert sich beständig. Und die Berufswahlmöglichkeiten für Erzieher, die ändern sich auch beständig. Ich sage immer, der Blumenstrauß wird immer größer, auch als Erzieher. Ich muss nicht im Kindertagesbereich bleiben. Ich muss keine Umschulung machen, um mich beruflich einfach zu verändern. Ich kann 3 Jahre im U3-Bereich arbeiten und dann kann ich sagen, ich gehe in die Kinder- und Jugendhilfe. Und wir haben den Auftrag, für alle Bereiche qualitativ gut auszubilden.
Wir haben gemerkt, das bringt uns an unsere Grenzen. Wir haben gemerkt, die Praxis verändert sich so schnell. Das haben wir heute Morgen auch gehört. Der Bedarf der zu Erziehenden ändert sich. Erziehungs- und Bildungsplan haben wir. Dementsprechend müssen wir ausbilden. Es sind ganz andere Themen da als noch vor 5, 6, 7, 10 Jahren. Und wir haben jetzt gesagt, okay, von der Ausbildungsstruktur her gehen wir einen ganz neuen Weg. Wir haben hier sehr oft das Thema Individualisierung gehört. Wir sind jetzt gesamtschulisch auch auf dem Weg zum individualisierten Lernen und haben auch die Ausbildung individualisiert. Wir haben einen neuen Lehrplan, der im Übrigen bundesweit einheitlich gelten soll. Es gibt die üblichen Bundesländer, die nicht mitziehen, aber Hessen ist dabei, wenn auch als Schlusslicht, wir sind dabei. Und wir dürfen jetzt kompetenzorientiert ausbilden und da spielen auch die sozialen Kompetenzen von angehenden Erziehern eine große Rolle. Das sind die Kompetenzen, die auch in den Kindertageseinrichtungen gefragt sind. Und von daher glaube ich, dass wir jetzt mit der neuen Ausbildungsform sehr, sehr gut in die Richtung gehen, dass wir sagen können, wir bilden auch wirklich einrichtungsorientiert, bedarfsorientiert aus. Als letzten Punkt möchte ich gerne ausführen, dass wir gerade dabei sind, den Lernort Praxis zu intensivieren. Das heißt, was wir an der Ausbildung oder an der Teilzeitausbildung geschätzt haben, ich habe jetzt hier auch jemanden gesehen, der bei uns die Teilzeitausbildung gemacht hat, das war, dass die Studierenden in der Teilzeitausbildung immer mit aktuellen Themen aus den Einrichtungen gekommen sind. Wir möchten nichts an der Qualität der fachlichen Ausbildung ändern. Aber es ist natürlich eine ganz andere fachliche Ausbildung auch, wenn Studierende immer wieder kommen und interessengeleitet im Unterricht forschen und Fragen stellen, die wir dann gemeinsam erarbeiten können. Und in diesem Sinne kommt der Lernort Praxis jetzt in der Vollzeitausbildung, bekommt einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Und da sind wir jetzt gerade dabei, Kooperationspartner zu finden. Sprich, nur ein Beispiel, ein Tag in der Woche findet quasi Unterricht in den Einrichtungen statt. Ja, das ist eine große Neuerung. Ich lade herzlich dazu ein, einfach auch mal zu uns in die Schule zu kommen, sich das anzugucken. In den Praxisanleitertreffen informieren wir ja seit 3 Jahren darüber, aber Sie dürfen gerne auch noch mal extra kommen und einfach gucken, beziehungsweise sich auch als Kooperationspartner anbieten. Das ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen. Und ich freue mich, dass die Studierenden mit allen Themen, die hier angesprochen worden sind, ich habe dann immer das Kopfnicken gesehen, wirklich vertraut sind. Das heißt, für uns trotz handlungsorientiertem und kompetenzorientiertem Unterricht geht auch die Fachlichkeit nicht verloren, sondern wird einfach auch in neue und in Praxiszusammenhänge gestellt. Ja, erstmal dazu auch vielen Dank. Mir sind so 2 Gedanken eben gekommen. Einmal so jemand aus der allgemeinen pädagogische Hochschule kann ja wahrscheinlich auch was dazu sagen. Ja? Also zu den Dingen, die zunächst besprochen wurden, zu dem Hebammenwesen und der pädiatrischen Versorgung, kann ich tatsächlich ganz wenig sagen. Zum elementarpädagogischen Bereich, denke ich, sind so ganz wichtige Stichworte ja auch gefallen, die sensible Responsivität oder dieses Verhältnis von Bindung und Exploration als Kern und dann viele andere Dinge, dass es spezielle Angebote für Jungs geben soll, die Verhältnis von Individualität und Gemeinschaft wurde angesprochen, die Selbstwirksamkeit, also das sind alles solche Stichworte, denke ich, wo man auch gar nicht recht zuordnen kann, sind die von gestern oder von heute, also ich denke, die sind zeitlos, genauso wie das Singen, einfach wichtige Kernelemente, wo vielleicht am ehesten sowas, was zunächst modern und neumodisch vorgebracht wurde, auch mit Berufung auf die Gehirnforschung, hatte ich ja so ein Beispiel drin, so diese etwas forcierte kognitive Förderung von frühem Lesen, Lernen und Ähnlichem. Also ich denke, da hat man sich vielleicht auch inzwischen wieder verabschiedet und ist weitgehend irgendwie gesehen, dass es nicht viel Sinn macht, da zu pushen. Also ich selber bin ja, wie gesagt, auch nicht in dem elementarpädagogischen Bereich, sondern im Bereich der Lehrerbildung. Und von daher ist es für mich immer
schon ein wichtiges Thema, und das habe ich ja auch versucht in meinem Vortrag rüberzubringen, und das ist vielleicht auch für Erzieher dann doch wichtig, eben die Frage, welche Bilder haben wir eigentlich im Kopf von Kindheit, von den Problemen, die es dort gibt, von den Entwicklungstrends, die es dort gibt, und woher stammen diese Bilder? Sind die tatsächlich aus der unmittelbaren eigenen Erfahrung oder stammen die doch ein ganzes Stück weit auch aus den Trends und Beschreibungen, die in den Medien transportiert werden? Und dort sind es ganz überwiegend eben sehr negative, kritische Niedergangsthesen, und da versuche ich immer wieder so ein Stück gegenzuhalten, und da denke ich, macht Sinn, auch wirklich sich genau die Daten anzugucken, was hat sich verändert, und eben nicht vergangene Zeiten zu idealisieren. Und ich hänge so ein bisschen noch an diesen Fragen, die ich gestellt habe, wo ich so ein bisschen Stimmungsbild abtesten wollte. Das eine war ja, oder es gab zwei deutliche, ganz entschiedene Mehrheiten. Einmal dafür, heutige Eltern lassen ihren Kindern zu viel Freiheit, war das eine. Und das andere, heutige Eltern machen zu viel Druck. Und irgendwie ist das ja ein bisschen eigentlich gegenläufig, und trotzdem, die Krisenbeschreibung hat in beiden Richtungen ganz hohe Zustimmungswerte erfahren, und ich rätsel noch so ein bisschen, woher das wohl kommt, oder lässt sich das integrieren, oder ist es eigentlich merkwürdig, dass beide Aussagen so diese ganz starke Zustimmung erfahren haben, und was steckt dann da dahinter? Also das sind so Fragen, die mich dann auch interessieren. Einfach die Bilder, wo kommen die her, hängen die mit den Medien zusammen, was ist an empirischem Hintergrund auch gesichert? Was sind die konkreten Erfahrungen mit den Kindern vor Ort? Also ich denke, das ist eine ziemlich komplexe Gemengelage, aus dem sich die Bilder, die wir haben über diese Entwicklungstrends, wir haben ja nicht wirklich die Kindheit vor 20, 30 Jahren so unmittelbar als Beobachtungsgegenstand dagegen. Also das ist so ein bisschen die Fragen, die mich umtreiben. Dazu werden die Praktikerinnen aus den Kitas wahrscheinlich bestätigen können. Stimmt, eigentlich haben sie einerseits viel Freiraum und andererseits werden sie eigentlich doch auch in eine bestimmte Richtung gebracht werden wollen. Aber da gibt es auch bestimmt wirtschaftliche Vorstellungen. Ich würde mal gerne was sagen. Also ich denke, Freiraum, damit ist nicht unbedingt die Zeit gemeint oder den, ich sage jetzt mal, nachmittags im Wald zu spielen oder Freiraum, also so wie Sie es ja auch beschrieben haben, ist eher in dieser Entscheidung den Kindern, also zu früh den Kindern einen großen Entscheidungsspielraum zu geben. Das, glaube ich, ist gemeint mit diesem Freiraum geben. Und dieses Druck ausüben, das ist eben das, dass die Kinder weniger Zeit haben für ihr freies Spiel, auch zu Hause oder im Freien oder einfach mal im Sandkasten wirklich einfach mal zu sitzen, ohne dass der Opa schon wieder gleich, oh, guck mal, da oben ist ein Flugzeug und guck mal da und guck mal da, sondern das Kind auch wirklich mal in seinem Tun verbleiben zu lassen. Also das ist dieser Druck ausüben, dass die Kinder da so gefordert werden, möglichst alles mitzubekommen. Also ich glaube, von daher sind diese Fragen in sich, und Sie haben es ja auch bei uns gemerkt, wo wir mit dem Herzen sind, aber ich glaube, vielleicht müssten sie noch ein bisschen differenzierter dann gefragt werden. Regina, sag du. Ich wollte mich da ganz gerne nochmal einklinken, und zwar, weil wir an der Hochschule in Koblenz vor kurzem, beziehungsweise das war auch noch in Ludwigshafen gewesen, wir haben uns da mit dem Blick von Kindern auf das Leben ihrer Kindheit befasst und haben da uns aktuelle Studien angeschaut, unter anderem eine Studie von der Iris Nentwich-Gesemann zur Qualität von Kitas aus Kindersicht. Das war eine Studie, die wir uns angeschaut haben. Und wir haben flankierend dazu Kinder befragt, welchen Blick sie denn auf ihr eigenes Leben haben. Und ich selber hatte in dem Zug ein Mädchen interviewt, was tatsächlich aufgeschrieben hat, sie ist gerne ein Kind, weil Kinder an die Freiheit glauben, weil Kinder Fantasie ausleben wollen, weil Kinder Quatsch machen wollen, weil Kinder mit anderen Kindern zusammen sein wollen. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen widerspiegelt, was Sie, Herr Göppel, gerade sagen. Also wir Erwachsenen finden uns, glaube ich, in einem Dilemma wieder, einmal konfrontiert zu sein
was wir Kindern wünschen, auch sehr kleinen Kindern schon wünschen. Wir haben das ja heute früh angesprochen, Autonomie, auch in Bezug auf sehr junge Kinder, Freiräume, Zeit mit den Kindern zu haben und trotzdem als Erwachsene getrieben zu sein von einer Entwicklung, die uns selber mitzureißen droht. Und deshalb würde ich gerne, vielleicht füge ich dieses Statement gerade noch an, gerne dafür plädieren wollen, dass wir das, was wir an Gutem haben, auch sehen, dass wir das versuchen zu bewahren. Und ich kann das jetzt ja nur für den Bereich der Kindheitspädagogik sagen und wollte da gerne auch noch darauf verweisen, dass es gute Ansätze gibt, die vielleicht schon reformpädagogisch ihre Wurzeln haben, die aber auch aktuell existieren. Also wenn ich an den Ansatz des wahrnehmenden Beobachtens denke, der Bildungs- und Lerngeschichten. Vorhin kamen wir mit einer Kollegin ins Gespräch über die Mathemeo-Methode, wo wir uns wirklich Zeit nehmen können, uns Interaktionen zwischen Erwachsenen und Kindern sehr nahe angucken können und Zeit nehmen können. Und ich glaube, es braucht natürlich diesen Blick zurück und es braucht auch diesen Blick nach vorne. Aber ich glaube, es braucht unbedingt auch dieses einfach mal stillhalten und gucken, was wir jetzt im Moment Gutes haben und dieses Gute, was wir haben, irgendwie versuchen zu bewahren. Das Gute wertzuschätzen, nicht nur zu bewahren, sondern es wirklich wertzuschätzen. Ich möchte aber noch den Bogen finden in die Praxis, und zwar den Bogen zu den Eltern. Das eine ist natürlich die Fachleute, die dann damit zu tun haben, aber ich hatte mal ein Elternpaar, was sehr bemüht war, dem Kind wirklich das Beste zu geben, und die fragt noch, was sieht das denn jetzt, also frisch geboren, ne? Was sieht das denn jetzt und wie weit kann das sehen und so weiter. Diese Emmy Pickler-Bilder haben ja auch deutlich gezeigt, dass man sich irgendwie automatisch eigentlich auf die optimale Distanz hinwendet, und dann habe ich so gedacht, ja naja, also am besten sehen hell dunkel und so weiter, sagte der Vater, Mensch, da könnte man doch, gibt es nicht so zu kaufen, so Karten, so Schwarz-Weiß-Bilder mit so geometrischen Mustern, dann könnte man die auf den Wickeltisch so rechts und links stellen, dann kann das immer sehen, das wäre doch super. Ja, so diese Verbindung, wenn es jetzt hier schon mal rumliegt und wir es ja eigentlich nur wickeln, dann könnte sich doch gleich geometrische Schwarz-Weiß-Karten anschauen. Und da sieht man so, wo ich denke, vielleicht guckt sie auch mal die Mama an oder den Papa, man macht ein freundliches Gesicht dazu und singt was oder redet und so. Und das ist so abstrakt für die Eltern, das ist so weit weg. Mir läuft dann die Gänsehaut rauf und runter, aber für die ist das natürlich völlig berechtigte Frage. Ja, und ich glaube, wir müssen gut gucken, dass wir das in die Gesellschaft transportiert kriegen, was es Gutes gibt. Und dass man die Eltern ein bisschen auch entlastet, dass es nicht noch eine Anleitung und noch ein irgendwas ist, sondern dass es an der Stelle tatsächlich eine Rolle rückwärts ist, um zu sagen, wir machen jetzt erstmal weniger. Und mich persönlich hat ganz doll ein Buch, vor vielen Jahren habe ich das gelesen, die Entwicklung des Menschen im Hinblick auf seine lange Jugendzeit, ist im Anthroposophischen Verlag erschienen, und wo ich dachte, ja, aber dafür ist es so viel wert und wir müssen am Anfang nicht galoppieren. Es wird nichts Besseres, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und wenn man an der Stelle ein bisschen sich entspannt und den Eltern das vermittelt, dass es weniger ist, natürlich soll es was lernen, aber wir legen keine geometrische Karten an den Wickeltisch. Also ich denke, es ist nur die Ermutigung auch für die Eltern, dass eigentlich der Blickkontakt schon für das Kind ja was ganz Wichtiges ist, ja, und viel wichtiger, also eine wahnsinnige Lernleistung. Ja, ich denke, es ist nur diese Bewertung, ja, dass die Eltern denken, die geometrischen Figuren sind jetzt wichtiger wie das Gesicht der Mutter. Also ich denke, diese Intuition der Eltern wieder wachzurütteln oder wieder und sie zu ermutigen. Ich hatte gestern Abend wieder ein Telefongespräch mit einer Mutter, die sagte, ach Mensch, und mein Kind will nur von mir ins Bett gebracht bekommen, ja, also 2 Jahre alt. Und der Papa, und der darf gar nicht, und Mensch, und das geht doch nicht. Und dann habe ich gesagt, stört es dich denn? Stört es denn den Papa? Nee. Habe ich gesagt, warum ist das dann ein Problem? Ja, die anderen sagen, es ist ein Problem. Und dann habe ich gesagt, sei doch so mutig, steh dazu. Wenn es dich nicht stört und dein Mann nicht stört, dann lass doch das Kind. Es hat jetzt die Phase, dass die Mama sie ins Bett bringt. Einfach diese Ermutigung. Und sie hat sich hinterher dann bedankt und hat gesagt, ja, das einfach nur diesen Zuspruch, den hat sie gebraucht.
Ja, ich wollte mich jetzt einfach mal nicht als Moderatorin einklinken, sondern als Fachfrau aus der pädagogischen Frühförderung. Und es ist tatsächlich so, dass wir uns oftmals im Beratungsprozess wiederfinden als jemand, der versucht, wirklich was Selbstverständliches, was wir heute auch schon gehört haben, nochmal wieder in Erinnerung zu bringen. Sei das der Blickkontakt zum Kind, sei das das auf das Arm nehmen und schaukeln, auch mal durch schwierige Situationen miteinander durchgehen, trösten. Und wenn wir dann erklären, wenn wir gefragt werden von Eltern, ja, was braucht das Kind, was könnte ich denn noch tun und was könnte ich denn noch tun? Und ich höre mich ganz alltägliche Dinge sagen, wie gehen Sie mit dem Kind raus, versuchen Sie Bewegungsangebote zu schaffen, machen Sie dies, machen Sie das, dann werde ich oftmals mit großen Augen angeguckt, so nach dem Motto, soll es das schon gewesen sein? Und das ist der ganze Zauber offensichtlich der Heilpädagogik, also nicht ganz, aber ein sehr großer Teil davon. Und das Geheimnis ist es tatsächlich, es auch zu tun, es tatsächlich auch umzusetzen. Ich hatte vor vielen Jahren ein Beratungsgespräch, da hieß es, ja, mein Kind spricht nicht altersgemäß. Und ich habe dann gefragt, ja, begleiten Sie Ihr Kind denn sprachlich? Wie meinen Sie das? Naja, wenn Sie in die Küche gehen und den Brei aufsetzen und nehmen Sie Ihr Kind mit und sagen, jetzt holt die Mama den Topf raus und dann wird da Milch reingegossen und dann wird da drin gerührt. Nee, das mache ich nicht. Ich sagte, ja, genau das müssen Sie aber tun. Das ist das Geheimnis. Und deswegen würde ich da auch gerne nochmal in Ihre Richtung schauen. Es ist unglaublich wichtig zu sagen, manche Dinge sollte man einfach intuitiv machen und es wird auch das Richtige sein, wenn die Interaktion und die Beziehung zum Kind und die Emotionalität dann eben auch stimmt. Wir haben in der Frühförderung ein Plakat hängen. Das ist ein Vogelpapa, der sitzt im Nest und schmeißt das Vogelei raus, ja, und sagt zu dem Vogelei, los, flieg. Der kleine Vogel ist noch im Ei drin. Die Mama kommt angeflogen und meint, sag mal, übertreibst du es nicht gerade mit der Frühförderung? Und das ist auch so ein bisschen unser Plädoyer dafür. Da, man könnte jetzt sagen, das ist ja fast schon ein, sag ich mal, Schlusswort und passt auch zu dem, was Sie uns vorgetragen haben. Aber also mit diesem Dogma, wir haben ja auch darüber gesprochen vorhin, ne, dass man vieles so dogmatisch macht. Aber einen Gedanken hatte ich noch. Die Frau Jochmann hat erzählt, wie sie heute Erzieherinnen und Erzieher für die heutige Praxis und besonders für den U3, nicht besonders, sondern auch für den U3-Bereich ausbildet, was für uns in der Regel eine relativ neue Geschichte ist. 15 Jahre haben Sie gesagt, wir alten Erzieherinnen wussten nicht, was U3 ist. Ja. Aber sie, die Männer und die Frauen und manche Männer gehen dann in die Praxis und dort sind sie aber nicht fertig. Sondern es ist genau wie beim Führerschein machen, da ist man nach 20 oder 25 Stunden, denkt man, fertig und dann kommt das, die Kompetenz erst mit der Erfahrung und das, denke ich, ist auch bei den Erzieherinnen und Erziehern so und dafür brauchen wir dann auch die Praktiker, die neuen und jungen Erzieherinnen und Erzieher aufnehmen und auch ein Stückchen bilden und auch in die Fortbildung schicken und dann auch vielleicht mit Methoden vertraut machen, wie Marthe Mayo oder wie zum Beispiel heute so ein Vortrag von Ihnen, der ja diese Feinfühligkeit zeigt. Ich glaube, Feinfühligkeit kommt manchmal auch mit der Erfahrung, mit dem Bewusstsein. Das ist ja jetzt auch ein paar Mal angesprochen worden, sich bewusst sein zu dem, was gerade geschieht. Und das ist also, glaube ich, auch noch ein Appell und das wäre dann mein Schlusswort, wenn Sie es möchten, dass Sie sozusagen in Ihre Einrichtungen gehen, in Ihre Organisationen gehen und das, was heute gesprochen worden ist, im Grunde genommen mitnehmen und dann sich dort getrauen, weiter zu diskutieren, wenn Sie es auch hier nicht gemacht haben. Aber vielleicht will jetzt die Kollegin Pellegrini doch, weil sie die ganze Zeit sich nicht getraut hat, noch was sagen. Die Zeit haben wir. Ja,
Nee, es war nicht, dass ich mich nicht getraut habe, sondern eigentlich ist mir die Frau Wilhelm zuvor gekommen, weil ich finde auch, wir müssen die Intuition, wir sind ja alle Menschen und eigentlich wissen wir ja, was wir zu tun haben mit den Kindern. Die Intuition geht nur so ein Stück weit verloren und ich glaube, das ist etwas, was für uns Fachkräfte ganz wichtig ist, dass wir das bei den Eltern auch wieder erwecken. Ich hatte auch letztens ein Telefonat von einer Mutter, das Kind 5 Tage alt. Sie ruft mich an und meint, ja, die Geburt war gut, es war alles gut, Sie sind jetzt wieder zu Hause. Sie haben nur ein Problem, das Kind schläft nur auf Papas Brust. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Was gibt es denn Besseres? Es ist 5 Tage alt, es schläft auf Papas Brust. Sie haben intuitiv ja die Situation super gelöst, aber sie hatte ein Problem, weil sie meint, sie macht was falsch. Und das ist, finde ich, so schade. Und das ist vielleicht etwas, was wir Fachkräfte und wo wir auch sehr sensibel sein müssen, weil wir ganz schnell für uns auch so viele Selbstverständlichkeiten da sind. Für uns ist es selbstverständlich, die Kinder anzuschauen, die Signale zu sehen. Das haben wir mittlerweile, denke ich, alle drinnen, aber bei den Eltern eben nicht. Und da sie nochmal darauf aufmerksam zu machen und eben Räume dafür aufzuhaben. Ja, also wir haben in den Institutionen, ich denke, das kennen wir alle, und gerade die offenen, sehr niedrigen Angebote, wo offene Räume, Begegnungsräume entstehen, da glaube ich, kann man sowas am besten weitergeben. Das sind wir zumindest überzeugt davon. Jetzt so. Ich hatte mal eine ganz andere Frage zum Thema interkultureller Schwerpunkt, was ja auch an unserer Schule angeboten wird. Und zwar, wie gehen Sie in Ihrer Einrichtung mit Kindern und auch Eltern um, die jetzt homosexuell sind? Das finde ich immer sehr interessant. Also ich würde jetzt sagen, weil das ist ein neues Thema. Das können wir auch ins nächste Jahr mit übernehmen. Sie tun das auf jeden Fall in Ihren Koffer, denn da passiert ja jetzt in der Zukunft, ja, glaube ich, auch noch ganz viel. Also der Koffer kann gefüllt werden und wir gucken dann, dass Sie Ihre Frage, vielleicht kriegen Sie es dann mit über Newsletter oder sonst wie, ob wir an diese Frage rangehen und ob Sie sich da beteiligen könnten vielleicht auch oder wie das mit der Schule und uns funktioniert im Netzwerk. Wir hatten jetzt noch das Thema, dass wir zusammenfassen und uns verabschieden. Ist das richtig so? Dann will ich aber auf alle Fälle jetzt mal selber, solange ich das Mikrofon noch in der Hand habe, mich recht herzlich bedanken bei den Teilnehmenden jetzt hier und auch bei denen, die mutig waren, noch dazu zu kommen. Ich bin eigentlich ein bisschen sprachlos gewesen, dass das in meiner Sicht heute Morgen alles eigentlich ineinander übergegangen ist. Und besonders hat mich gefreut, dass Sie sich aufeinander bezogen haben. Das haben Sie wahrscheinlich auch alle gemerkt. Immer hat eine gesagt, Sie haben das heute Morgen schon und umgekehrt. Und das sah so aus, als sei es alles in einem Guss. Und dann kommt mir dann doch wieder der Spruch, jetzt kriege ich es wieder nicht hin, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und so ist das. Ich liebe das. Ich liebe Netzwerk. Ich liebe, wenn es so zusammenpasst. Und ich hoffe, das trägt auch Sie so ein Stückchen jetzt mit. Und jetzt soll die Frau Wilhelm als Moderatorin noch was sagen. Keine Angst, die Frau Wilhelm sagt als Moderatorin nicht mehr viel, außer dass wir uns ganz, ganz recht herzlich bedanken an der regen Teilnahme, an der Aufmerksamkeit, dass wir uns natürlich auch bedanken bei den Referentinnen und Referenten für ihre Ausführungen. Ich habe mir vorgenommen, nochmal den Gerald Hüther zu zitieren, aber es sind heute schon so viele wichtige Dinge gesagt worden, dass ich denke, ja, einfach es jetzt mal so stehen zu lassen. Es sind der vielen Schlussworte schon gesagt. Ich hoffe, Sie nehmen eine Menge mit nach Hause an Erfahrungen, Erkenntnissen und können diese auch an Ihrer Stelle bewegen. Bleiben Sie uns gewogen. Füllen Sie den Koffer mit Ihren Wünschen und Gedanken und Ideen, damit wir im nächsten Jahr vom Netzwerkeforum auch wieder etwas zu tun haben.
Vielleicht ganz kurz nochmal den Gerald Hüther, der eben gesagt hat, was braucht es denn, damit Lernen gut gelingen kann, was braucht es denn dafür eine Haltung, und ich denke, das ist generationsübergreifend. Es braucht die Haltung, dass man Freude daran entwickelt, den Kindern, dem Lernenden, seinem Gegenüber einfach zu vermitteln, du bist dazugehörig, ich höre dir zu, ich motiviere dich und ich habe Freude daran, es zu tun, und ich inspiriere dich, die Welt zu entdecken.